Hallo, hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich habe ein neues Qbot für euch. Und zwar das, ich muss erst mal schauen, das Qbot H3 H3. Und es kommt mit einem sehr, sehr großen Akku daher, einen leistungsstarken Akku. Ich habe ja aktuell das Wernitor Plus im Test. Genau gesagt, es ist im Akkutest. Im Alltag nutze ich bereits, die ist fast so groß wie mein Kopf, das Uhance Max 2. Und das Review zum Wernitor Plus, das kommt hoffentlich morgen. Wie gesagt, das kämpft sich gerade noch durch einen Akkutest, durch einen AnTuTu-Tester. Genau gesagt, kämpft sich der AnTuTu-Tester durch den Akku, denn das wird noch eine Weile dauern, bis der Akku endlich irgendwann mal tot ist. Wer aber auf Wirni beispielsweise nicht steht oder auf das Design oder bla 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 und lieber ein Qbot haben möchte, der sollte dranbleiben und sich das Unboxing bzw. die Kurzübersicht vom Qbot H3 reinziehen. Denn man sieht es ja, es steht ja vorne drauf, 6000 mAh sind auf jeden Fall eine echte Ansage. Vor allem, wenn man den Preis bedenkt. Kostet ungefähr das gleiche wie das Tor Plus, nämlich 110 Euro gibt es bei Gearbest. Ihr findet wie immer den Kauflink, auch wo es das alternativ noch gibt, jetzt zu Gearbest. Natürlich alles wie immer unten in der Videobeschreibung. Also, nun wird ausgepackt. Viel Spaß. So, da wären wir auch schon am Test, beziehungsweise in dem Falle Auspacktisch. Karton geöffnet. Und da lächelt uns auch schon das Telefon an, beziehungsweise ein Bumper. Ja, ich hab's bereits angebracht. Oh, ist mein Bumper kaputt? Nee, der ist nicht kaputt. Der hat hier oben, ist ja witzig. Das habe ich ja noch nie gesehen in einem Bumper, da ist eine kleine Lasche dabei. Das sollte man wohl in den USB-Eingang reindrücken können, geht aber nicht so gut. In den Klinkeneingang kann schön Staub reinkommen, aber in den USB-Eingang nicht. Quick Start Guide. Eine Gebrauchsanweisung. Offensichtlich in Englisch, weil es Quick Start Guide heißt und nicht Dauchi-Ding. Mehrsprachig. Deutsch unter anderem ebenfalls vertreten. Dann hätten wir ein Micro-USB-Kabel in Weiß, ein 2 Ampere Ladegerät und nichts. Wie wir sehen können, ist auf dem Gerät ja auch schon eine Displayschutzfolie installiert. Das heißt, wir haben den Bumper für die Rückseite, Displayschutzfolie für die vordere Seite, ist das Gerät doch erstmal ganz vernünftig geschützt. Während das Gerät startet, und es startet gerade auch, wenn der Bildschirm aus ist, ziehen wir uns noch ganz schnell die wirtschaftlichen und technischen Details rein. 110 Euro, hatten wir gesagt, kostet das Gerät gerade bei Gearbest. Und da bekommen wir ein Gerät mit einem 5 Zoll großen Display, welches mit HD auflöst. Also 1280x720 Pixel. Es ist natürlich und wie immer ein IPS-LCD-Panel mit einem MediaTek 6737. Bin hat einen Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz pro Kern, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB erweiterbarer Festspeicher. Die Kamera ist eine Dualkamera, die mit 0,3 und 13 Megapixel auflöst. Meine Güte, die Frontkamera, die löst mit 5 Megapixel auf. Der Akku ist, wie erwähnt, 6000 mAh stark. Und Android 7 läuft auf dem Gerät. Natürlich haben wir noch Wi-Fi, Bluetooth und GPS an Bord. 1,12 cm. Ist der Knochen stark und wiegt ganze, ein Moment, 211 Gramm. Also für ein 5 Zoll Gerät ist das auf jeden Fall ziemlich schwer. Vergleichen wir das mal mit einem 6,5 Zoller. 30 Gramm, ja. Aber ich glaube, der hat noch einen kleineren Akku, also ist halt alles wieder mal mit Vor- und Nachteilen verbunden. Denn das Uhance Max 2, das hat im Vergleich zu den H3 einen 4300 mAh starken Akku und das H3 6000 mAh. Und schaut mal, wenn man die miteinander vergleicht. Dagegen ist das H3 ja ein wirklicher Winzling. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, denn das hier ist ein 5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von eben 1280x720 Pixel. Das heißt, das Display, was ja immer sehr viel Strom verbraucht, das verbraucht hier natürlich weniger als zum Beispiel bei dem Uhance Max 2, mit den, ich glaube, 6,44 Zoll oder was das war. Das ist wirklich beeindruckend groß, das Display. Das bedeutet aber, um bei den H3, bei den Qbot hier zu bleiben, verbraucht das Gerät eben hier weniger, hat aber gleichzeitig den riesigen Akku. Das bedeutet unter dem Strich, wir haben, also, wir dürften kurzum einmal eine gigantische Akkulaufzeit bekommen und damit, womit eben hier Qbot wirbt, mit einer langen Standby-Zeit beziehungsweise eine lange Betriebszeit, das dürfte hier dann wirklich auch der Fall sein. Schön dunkler Hintergrund. Eines vorwegzunehmen, ich weiß auch nicht, ob das hier Qbot mit Absicht gemacht hat. Also, ein dunkler Hintergrund bringt uns hier nicht wirklich was, weil es kein AMOLED-Display ist. Es ist ein LCD-Display und da ist die Hintergrundbeleuchtung so oder so die ganze Zeit an. Da können wir den Stromverbrauch des Displays lediglich hier mit der Display-Helligkeit regulieren, aber nicht mit einem dunklen Hintergrund den Stromverbrauch senken. Das funktioniert nur bei AMOLED-Displays. Aber unabhängig davon dürfte die Laufzeit hier des Gerätes wirklich grandios sein. Negativer Punkt, wie schon erwähnt, es ist wirklich sehr dick. Und 210 Gramm für ein 5 Zoll Gerät ist wirklich schwer. Das hier, das ist halt für Leute, die wirklich sagen, okay, das interessiert mich jetzt nicht groß.
dass es halt ein bisschen schwerer ist. Es gibt ja auch Leute, die finden oder empfinden das Gerät hochwertiger, wenn es schwerer ist, weil sie sagen, ja, ich brauche was in der Hand. Wir reden von Smartphones, bitte nicht vergessen. Dick sieht es auf jeden Fall aus, ja. Die Rückseite hier, wir haben kein Aluminium-Unibody, das ist eine Plastikrückseite und die ist abnehmbar, wie wir sehen, hier ist eine kleine Vertiefung. Der Rahmen ist aus Metall, sieht wirklich ziemlich geil aus, muss ich sagen, weil der auch nochmal so ganz leicht geschwungen ist. Auch hier die Lautstärke-Wippe und der Power-On-Taster machen guten Eindruck, klappern nicht, sitzen gut im Gehäuse. Der Druckpunkt ist, der ist eigentlich okay, ist klar definiert auf jeden Fall. Das Display, HD auf 5 Zoll, sag ich ja immer wieder, ist vollkommen in Ordnung, rein von der Schärfe her. Bei über 5 Zoll, 5,5, da kann Full HD schon mal her, aber so geht's schon klar. Auch was die Farben angeht, ja, hier dieses Blau, das kommt da ganz gut zur Geltung, sieht also farbenfroh aus, nicht völlig übertrieben, aber zumindest jetzt auch nicht so wirklich blass. Hier Android 7, Schnelleinstellungen, Standard, das System hier offensichtlich ebenfalls, wenn wir uns mal im App-Drawer umschauen, WTK Security. Okay, gut, hier sind offensichtlich Enter New Password, ne, geht ja gut los, irgendwelche Apps installiert, die von Qbot kommen. Aber auch nur dieses WTK Security sagt mir hier nichts. Der Rest ist ganz offensichtlich. Naja, hier ist auch irgendein Power Saving Ding schon dabei. Aber der Rest ist offensichtlich Google bzw. Android Apps. Wichtig ist natürlich eigentlich nur eine, nämlich der Play Store. Ja. Ist hier vorhanden, da rechts. Maps haben wir auch. Auf Deutsch ist, wie ihr seht, alles eingestellt. Einstellungsmenü. Auch erstmal an sich erstmal Standard. Das heißt, das ist hier im Großen und Ganzen Stock Android 7. Rein von der Leistung her. 6737, der ist schon okay, der darf die 30.000 Punkte erreichen und da das hier halt auch ein HD-Display ist, denke ich mal, wird hier im Alltagstest alles flüssig laufen. Der erste Eindruck ist hier soweit auch ganz okay, aber das werde ich natürlich alles dann noch richtig austesten und euch berichten. Adaptive Helligkeit ist an Bord, Mirror Vision ist auch dabei. Mirror Vision haben sie im Übrigen geupdatet, ne? Jetzt gibt es hier einen Blaufilter, der ist hier aber nicht dabei. Aber ich bin der Meinung, ich hätte den hier gesehen. Blaulichtabwehr, genau. Haben wir hier aber offensichtlich nicht. Ist also eine andere. Ich denke mal, das wird eine etwas neuere Version von Mirror Vision sein. Finde ich cool, dass es dann auch integriert ist, wenn das System das jetzt an sich nicht schon mitbringt. Aber wir sehen hier das erstmal nicht. Also wird es wohl erstmal auch nicht dabei sein. Schauen wir uns mal noch weiter im Einstellungsmenü rum, was wir jetzt hier im Unboxing mal so auf die Schnelle entdecken können. Breathing Light, ich würde vermuten, dass hier eine Benachrichtigungs-LED dabei ist und das, ich kann hier nur an- und ausschalten, da steht ja sonst nicht, was es ist. Würde ich mal vermuten, dass es die Benachrichtigungs-LED ist, die ich damit deaktivieren oder aktivieren kann. Ja, das ist dieses WTK Security Locker nochmal, aber es wird mich wieder wegen ein Passwort fragen. Also wird wahrscheinlich was mit Sicherheit zu tun haben, weil immerhin das Wort Sicherheit in der App integriert ist. Ich habe die Kamera gerade mal kurz angeschmissen. Ich habe keinen Auslöseton. Ich weiß nicht, warum das hier deaktiviert ist, standardmäßig. Sehr eigenartig. Mal weit noch die Uhr. Und dann swipen wir uns da gleich mal durch die Galerie. Die Geschwindigkeit ist soweit in Ordnung. Natürlich werde ich für das Review dann noch vernünftige Außenaufnahmen machen. Und der braucht hier wieder eine Weile, um das scharf zu stellen. Ich würde gerade sagen, das sieht ja, ist ja nicht so toll aus. Aber wenn man näher reingeht und das dann halt auch schaut. Seht ihr, am Anfang ist es dann noch wirklich sehr stufig und verpixelt, aber der stellt es dann scharf. Das war jetzt ein kurzer Schock gewesen. Ich dachte, das ist wirklich die mieseste Kamera ever in dem Preisbereich. Aber nein, sieht zumindest hier unter Studiobedingungen, sieht das schon ganz vernünftig aus. Hat natürlich Autofokus, das ist in dem Preisbereich absolut selbstverständlich. Mittlerweile eigentlich bei jedem China-Phone des aktuelleren Baujahres ist, davon mal ganz abgesehen. Aber hier auch die Farbwiedergabe sieht ganz vernünftig aus. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei Außenaufnahmen ausschaut, also wenn die Lichtverhältnisse dann auch mal ein bisschen schwieriger sind. Der Autofokus scheint hier recht zuverlässig zu sein. Ich habe ja die Bilder recht schnell hintereinander geknipst und trotzdem ist hier aber eigentlich so ziemlich jedes Bild auch scharf geworden. Zumindest, wenn er es dann auch scharf stellt. Also, Kamera hinterlässt erstmal hier einen echt guten Eindruck, einen ersten. Aber eben, ganz wichtig, wie verhält es bei schwierigen Lichtsituationen? Denn das ist, finde ich, aktuell bei den China-Phones, bei den günstigen, immer noch ein Problem, dass bei schwierigen Lichtverhältnissen dann ganz schnell Bereiche überblendet werden oder halt zu stark abgedunkelt werden. Hier habe ich ja natürlich eine recht ausgeglichene Beleuchtung, da passt das dann schon. Da kann auch so eine Kamera gute Bilder schießen, das ist aber letztendlich keine realistische Testumgebung. Was kann ich euch noch zeigen? Nichts. Also, kommen wir erstmal zum allerersten Fazit. Ist es ja nur ein Unboxing. Im Übrigen hier noch Fingerabdruckscanner, habt ihr mit Sicherheit auch vorhin gelesen. Ist auch mit an Bord und klar, LED-Flash, sowas erwähne ich hier schon nicht mehr. Ein CE-Zeichen ist auch dabei, falls ihr beim Zoll das abholen müsst. Und
Ach ja, hier oben haben wir natürlich noch den Klinkenanschluss und den Micro-USB. Ja, USB-C hier offensichtlich noch nicht, finde ich nicht das Riesendrama. Hier auf der unteren Seite, der Lautsprecher ist auch wieder angedeuteter Stereo. Aber auch hier kann ich euch schon mal sagen, dass es wahrscheinlich wieder Mono ist. In dem Preisbereich habe ich das auch noch nicht Stereo erlebt. Das wird also wahrscheinlich ein Fake-Grill und ein echter sein. Und ich würde mal sagen, das ist wieder eigentlich eher so ein Telefon für den praktisch orientierten Nutzer. Also wer hier was für zum Angeben auf dem Schulhof braucht, der holt sich entweder was Außergewöhnliches, wie ein Telefon, das schlichtweg riesig ist. Oh, eine Systemaktualisierung. Sehr gut. Juhens pflegt die Serie also. Habe ich doch gleich nochmal ein Detail für das Review. Also hier eben das H3, eigentlich eher ein, wie gesagt, für praktische Benutzer. Denn es ist vom Design ist es schon okay, also der Rahmen gefällt mir, aber es ist nun mal extrem dick. Wenn man es in die Hand nimmt, ist es schon ziemlich schwer und die Rückseite ist nun mal ziemlich aus Plastik. Wie gesagt, abnehmbar, das können wir uns auch nochmal kurz reinziehen. Oh, es geht sogar recht leicht. Tada, der Akku ist, der ist fest. Eine abnehmbare Rückseite, aber trotzdem ein fest verbauter Akku, das ist auch selten die Kombination. Die Akkukapazität ist wahrscheinlich auf der Rückseite von den nicht entfernbaren Akku. Hier sehen wir die Schächte, ne, da haben wir natürlich wie immer Dual-SIM und MicroSD, das der Vorteil bei einem Nicht-Unibody, also wo wir keinen SIM-Schlitten haben, wie zum Beispiel bei den Juhens Max 2, ist, dass wir keinen Kombo-Schacht haben. Wir können also wirklich Dual-SIM und eine MicroSD-Kartenerweiterung hier verwenden. Das ist kein Problem. Und auch hier kann ich nochmal erwähnen, es ist eben wirklich für den praktischen Nutzer, der genau solche Features halt haben will, der sagt hier, ich brauche ein Telefon, was richtig lange durchhält, einfach einen guten Job erledigt. Und ob das dann leicht, schmal oder zum Angeben ist, das ist mir eigentlich so ziemlich egal. Es muss einfach nur halten und seinen Job möglichst ausdauernd erledigen. Und Hubert kennen wir ja eigentlich auch für recht zuverlässige Geräte ohne Software-Bugs oder sonstige Mängel. Gut, okay, das war das mal. Ich werde dann dazu hier noch einen Alltagstest bzw. das Review machen. Wird aber eine Weile dauern, weil ich einige Geräte noch im Test habe. Und jetzt kommt ja auch noch Weihnachten. Da muss auch ich mal was anderes machen, außer YouTube-Videos. Ja, da mache ich dann YouTube-Videos über meine Familie. Nee, mache ich nicht. Macht nur Spaß. Aber ihr wisst Bescheid. Da kommt der ganze Familienquatsch und sowas. Und das wird auch alles ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber bis dahin wird es noch fleißig Videos geben. Und es wird auch noch ein tolles Giveaway geben. Kommt auf moschus.de, meldet euch im Forum an. Da gibt es ein Unterforum Giveaways. Und da könnt ihr gespannt sein, was es gibt. Aktuell verlose ich ja die Smartwatch R11, glaube ich, heißt die von R-Watch. Und da könnt ihr auch noch mit teilnehmen. Ich glaube, das Giveaway läuft auch noch. Schaut einfach nach. Und die Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert vielleicht meinen Kanal, wenn ihr neu hier seid. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Das wird smartphone-mäßig das Tor Plus von Wörni werden. Bis dahin. Ciao.